Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir sollten nochmal mit der Clanmutter sprechen und das werden wir heute tun. So, wo ist jetzt die Clanmutter? Ich glaube hier oben, ne? Entschuldigt unser Einbringen, Clanmutter, aber wir bringen beunruhigende Neuigkeiten. Ihr sprecht von Rudelheim, ja? Und dem Tod von Hisuni? Ihr wisst es bereits? Diese hat ein Flüstern im Wind gehört. Möge Kenarti sie zu süßeren Sanden tragen. Wir sprechen sofort mit dir. Wer möchte, kann aber die Sachen noch durchlesen. Entschuldigt, ich habe beim ersten zu schnell geklickt. Macht der Gewohnheit. Auch wenn Tadali die Winde des Todes spüren kann, ist sie doch blind für eure Motive. Verratet es dieser Drachengardistin. Warum seid ihr gekommen? Ich muss eine himmlische Maske finden, die der Heldin Jadari mit ins Grab gegeben wurde. Ja. Dieser Tempel nahm sich vor langer Zeit der sterblichen Überreste Jadaris an. Ihr sucht nach den Hallen der Hochmähne, einem überaus heiligen Ort. Seine Geheimnisse wurden über die Zeitalter hinweg weitergegeben. Auch wenn diese Tradition vielleicht mit Hisumi gestorben sein mag. Ich muss die Maske finden, bevor Rakajin es tut. Selbst wenn Rakajin die Maske findet, würde sie ihn zurückweisen. Er wird ihrer Macht niemals würdig sein. Clanmutter Hisuni bat mich, die Maske zu finden. Würdet ihr ihr ihren letzten Wunsch abschlagen? Hat sie das? Dann hat sie im Gewebe der Zeit womöglich etwas erblickt, was diese erst noch im Wind hören muss. Nun gut. Sucht nach der Statue der vergessenen Mähne südlich dieses Tempels. Lauscht einfach nach den Glocken. Ich werde sofort dorthin aufbrechen. Ihr werdet einen Glockenständer bei der Statue finden, der jenen sehr ähnelt, die ihr im Innenhof unseres Tempels findet. Nachdem sie so viele Jahre vernachlässigt wurden, sind die Glocken sicher stark angelaufen? Ihr solltet sie reinigen, bevor diese eintrifft. Ich habe noch Fragen, Clanmutter. Wohlan denn. Fragt, was ihr wollt, Drachengardistin. Ich finde das immer so klasse. Man sagt, ich werde sofort aufbrechen und dann, ich habe noch ein paar Fragen. Erzählt mir mehr über diese göttliche Maske. Sie ist Alkosch Licht. Dem feste Form gegeben wurde. In Wahrhaftigkeit. Ein Geschenk, eine Bürde, eine Kralle, um das Gewebe der Zeit zu flicken. Sie ist ein göttlicher Wille, der sich für jene manifestiert, die als würdig erachtet werden. Und ja, sie ist auch eine Maske, die man tragen kann. Jede Statue von Jadari zeigt euch das. Welche Art von Kräften verleiht diese Maske? Was? Ihr wollt genaue Angaben? Sie verleiht die Stärke von Alkors göttlichem Willen. Die Macht, Kräfte zu bezwingen, die der natürlichen Ordnung entgegenstehen. Diese könnte hier sitzen und Gedankengebilde entwerfen, was genau das bedeutet. Doch das würde nur wenig fruchten. Also seid ihr euch nicht so recht sicher, welche Macht sie birgt? Clanmutter Hisuni war die Trägerin jener Geheimnisse, nicht diese. Wenn ihr der Maske für würdig befunden werdet, werdet ihr schon noch früh genug von ihrer Macht erfahren. Doch wendet euch nicht an Tadali, um alle Antworten zu finden. In Ordnung. Was könnt ihr mir über die Hallen der Hochmähne erzählen? Ihr wisst von Rakajin, ja? Er wurde von jungen Jahren an dazu ausgebildet, dem Rudel von Alkosch beizutreten. Nach seinem Tod sollte er zu Alkosch an einen Ort
jenseits der Sande hinter den Sternen gehen. Doch Rakajins Schicksal umfasste noch mehr. Was meint ihr? Rakajin wurde darin unterrichtet, wie man in Zeiten großer Not an die himmlische Maske in den Hallen der Hochmähne gelangt. Durch zermürbende Prüfungen und Proben seiner Willensstärke sollte er sich als würdig erweisen. Und dann beschloss er, ein Drachenpriester zu werden. Die jungen Leute heutzutage. Dann sieht man sich in den Hallen der Hochmähne Prüfungen gegenüber, die man bestehen muss, um sich der Maske als würdig zu erweisen. Haargenau. Und ehe ihr fragt, nein, Tadali weiß nicht, wie diese Prüfungen aussehen. Diese lenkt Helden zu ihrem Schicksal genauso, wie Kenarti es will. Es ist nicht ihre Aufgabe, zusätzliche Unterstützung oder weiteres Wissen zu bieten. Habe ich mich erschrocken. Die Hallen der Hochmähne. Klingt eher unheilvoll, oder? Ich glaube nicht, dass das einfach nur ein Spaziergang durch irgendwelche Ruinen wird. Lasst uns hoffen, dass Rakajin die Maske nicht vor uns findet. Wir müssen zu einer Statue der vergessenen Mähne südlich von hier. Dort sollten Glocken in der Nähe sein. Ja, ich kenne die Statue. Saji und ich kamen an ihr vorbei, als wir das letzte Mal in Schwarzhöhen waren. Sie schien ihm Unbehagen zu bereiten, doch er wollte mir nicht verraten, wieso. Nun, jetzt ist keine Zeit, um ihn zu fragen. Ich treffe euch bei der Statue. Seid ihr euch sicher, dass ihr mit mir kommen wollt? Vielleicht solltet ihr Sai Sahan wissen lassen, was wir erfahren haben. Natürlich will ich mit euch kommen. Ihr werdet doch Unterstützung brauchen, oder nicht? Ich weiß, dass ich vielleicht nicht die stärkste Drachengardistin bin oder die erfahrenste. Oder auch nur die einfallsreichste. Vertraut mir. Ich bin mir meiner Unzulänglichkeiten bewusst. Doch ich kann trotzdem helfen. Ihr scheint entschlossen zu sein. Es tut mir leid. Es ist nur so, dass ich nichts gegen das Gefühl tun kann, euch alle enttäuscht zu haben. Yagrondu war schon tot, als wir eintrafen. Hätte ich irgendetwas tun können, um ihn früher zu finden? Und es war Kaska, die euch half, den Orden des neuen Mondes aufzuspüren, nicht ich. Und mein Vater. Und ihr gebt euch die Schuld für all diese Dinge? Es mag sich nicht vernünftig anhören, doch ich kann nichts dagegen tun. Nach so vielen Fehlschlägen ist es leicht, an mir selbst zu zweifeln. Das ist der Grund, aus dem ich mit euch kommen möchte. Ich will etwas richtig machen. Ich will beweisen, dass ich des Titels einer Drachengardistin würdig bin. Na dann auf! So, die Statue ist hier unten, sehe ich jetzt gerade. Da muss ich ein ganzes Stück lang reiten, deswegen sage ich jetzt mal, wir sehen uns gleich bei der Statue. Wir sind da. Ich bin mir allerdings nicht genau sicher, wo wir eigentlich hin müssen. Da sind ganz viele Krokodile. Das sieht gut aus, wenn ich mich denn hier bewegen könnte. Hallo? Diese Glocken sehen wie jene im Tempel von Kenatis Odem aus. Und seht, sie sind alle angelaufen. Clanmutter Tadali hatte recht. Die Glocken sind durch mangelnden Gebrauch angelaufen. Warum führen wir nicht das reinigende Ritual durch? Ihr müsst einfach nur auf den Schalter dort drücken, um es zu beginnen. Könnt ihr mich nochmal daran erinnern, wie das Läuterungsritual abläuft? Nein, das weiß ich doch. Ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich funktioniert wie die Läuterung der Glocken im Tempel von Kenatis Odem. Die kleinen Glocken leuchten in einer bestimmten Reihenfolge. Alles, was ihr tun müsst, ist, die großen Glocken in der Nähe in derselben Reihenfolge zu schlagen. Das sollte sie läutern. So, hier sind aber... Nee, hier nicht, aber hier war was zu lesen. Der Schrecken aus dem Osten. Das lese ich jetzt nicht vor, aber das dürft ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. So, die Frage ist jetzt nur... Ach, hier sind die Glocken. Ach, ich bin ja auch so doof. Wir müssen die großen Glocken in der gleichen Reihenfolge läuten wie die kleinen. Sie sollten hier irgendwo sein. Gelb. Blau. Grün. Rot, gelb, blau, grün.
So, woran merke ich jetzt, welche Farben das sind? Achso, ja doch, man sieht es, man sieht es. Also, fangen wir mal mit Rot an. Rot. Oh. Wenn man das so als Vergleich hört, ist das immer schlimm. Gelb, gelb, gelb ist oben links, ne? Wie komme ich denn da hin? Kann ich ja auch hochspringen? Als Abkürzung? Nein. Du sollst ja nicht runterspringen, du sollst hochspringen. So, gelb. Dumm. Blau. Und grün müssen wir noch. Komm ich hier durch? Ja. Ihr habt es geschafft. Die Glocken sind geläutert. In der Tat, da sind sie. Gut gemacht. Kommt, Drachengardistin. Tadali muss euch auf die anstehenden Prüfungen vorbereiten. Wo zur Hölle bist du denn jetzt auf einmal wieder hergekommen? Kinarti ruft euch mit sanften Winden. Sie kann euch führen, aber niemals tragen. Mit Schleue und mit Schnelle müsst ihr euren eigenen Weg finden. Nehmt ihr Kinartis Segen an? Ich akzeptiere Kinartis Segen. Die Trommeln von Lorkat schlagen laut. Dunkelheit kriecht in euer Herz und der Tod scharrt an eurer Kehle. Voller Stärke und voller Mut müsst ihr das Licht finden. Werdet ihr euch der Dunkelheit Lorkat stellen? Ich werde mich seiner Dunkelheit stellen. Alkosch wacht mit festem Blick. Seine missratenen Kinder haben ihren Daseinszweck vergessen und drohen, die natürliche Ordnung zu zerstören. Voller Ehrfurcht und voller Tugend müsst ihr Anspruch auf seine Maske erheben und die Fäden der Zeit flicken. Werdet ihr mit Stolz auf dem Pfad wandeln? Ich werde auf dem Pfad wandeln. Bei Kinartis süßen Winden und Lorkat schwarzem Herz. Licht, dem man folgt und Dunkel, das man bannt. Schleue und Stärke, Tugend und Stolz. Möge sie sich der himmlischen Maske als würdig erweisen. Der Weg ist offen. Und so endet auch Tadalis Rolle hierin. Nun liegt es an euch, Drachengardistin. Was mir gerade ist aufgefallen ist, rechts ist ja der Kopf von der Statue kaputt, ne? Hier müssen wir durch. Dann schauen wir doch mal. Unsere erste Prüfung. Sieht aus, als ob wir einen Weg hinüberfinden müssen. Ja, das ist ja nicht schwer. Diese Pfosten sehen wirklich wie Kletterpunkte aus, oder nicht? Vielleicht ist das unser Weg, um die Höhle zu durchqueren. Oder sollte ich eher sagen, dass das euer Weg ist, um die Höhle zu durchqueren? Wir haben ja nur eine. Nur eine? Eine Kletterarmbrust. Was sonst? Ich habe diese hier von Saji in seinen Schal beschlagnahmt, aber ich habe vergessen, sie Sai-Sahan zurückzugeben. Ihr Gebrauch ist ziemlich simpel. Einfach zielen, schießen und gut festhalten. Wenn wir nur eine Kletterarmbrust haben, wie werdet ihr dann den Abgrund überqueren? Wir müssen einfach darauf hoffen, dass es noch einen anderen Weg gibt. Sucht nach etwas Auffälligem, sobald ihr auf der anderen Seite seid. Nach einem Hebel, den man umlegen kann, oder etwas, was sich anzünden lässt. Alles, was dabei helfen könnte, dass ich es auch über den Abgrund schaffe. Na gut, machen wir das so. Ich mag das ja mit der Kletterarmbrust. Das gibt's auch in diesen einen Viererverlies. Auch ich komme nie auf die Namen, wenn ich darüber spreche. Aber wenn einer fragt, dann sage ich immer, ja, ja, das war in dem Verlies. Weiß auch nicht warum. So, Moment, wir kommen theoretisch darüber. Aber das bringt uns natürlich nichts für sie. Ist hier irgendwo noch ein Hebel? Schauen wir mal. Da unten ist auch noch was zum Lesen, sehe ich gerade. Aber da komme ich doch nicht hin, oder? Moment. Komme ich denn da auf die Mitte? Ich muss ja irgendwie darauf kommen, weil... Achso, doch. Das ist doch der, wo ich gestartet bin hier, ne? Ist doch richtig.
Aber das stand doch eben noch nicht da, mit sanften Winden. Dürft ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Es ist auch, glaube ich, nicht, wo ich gestartet bin, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin hier gerade völlig durcheinander. Wie komme ich denn jetzt wieder da hoch? Moment. Da war ich eigentlich. Das ist... Nee, da. Da. Ach, da. So, den Weg sind wir eben schon mal gegangen. Ich gucke jetzt trotzdem mal, ob wir am Ausgang hier noch irgendwas finden. Nee, da komme ich gar nicht hin. Ach so, ich muss außen rum gehen. Ah, okay. Also anscheinend. Sieht so aus. Dann hoffen wir mal, dass wir unterwegs noch irgendwo einen Hebel finden. So. Machen wir jetzt einmal die Runde. Aber Hebel oder ähnliches sehe ich gerade nicht. Ah, hier ist was. Was immer ihr getan habt, die Tür ist aufgegangen. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Okay. Gute Arbeit. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir diese Maske finden. So, jetzt kommen Gegner oder kommt jetzt wieder so ein Rätsel? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Es ist schon so lange her. Ich glaube, es kommt wieder so ein Schieberätsel, oder? Clanmutter Tadali sagte, man muss Licht in der Finsternis finden. Ach, das ist es. Warum versucht ihr nicht, die Feuerschalen anzuzünden? Ja, 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 es kommen doch Gegner. Das könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Wir kümmern uns jetzt hier erstmal um die Gegner. Diese Dinger! Pfeile anlegen! Los geht's! Verteidigt euch! Gebt acht! Kommt zu uns in die Dunkelheit hinter der Welt! Das Besiegen dieser Gegner hat die Laternen am Schrein entzündet. Anscheinend sind wir auf der richtigen Spur. Okay, dann machen wir weiter, würde ich sagen. Ja, wogegen? Die kommen ja nicht. Gebt acht! Da schießt noch einer. Was sind diese Dinger? Dieses donnernden Schädel! Hört ihr es nicht? Weiterer Schrein ist erleuchtet. Es bleiben nur noch zwei. Ja, dann auf. Machen wir auch die nächsten. Fangen wir mit dem hier an. Pfeile anlegen! Ich habe keine Pfeile. Gute Arbeit. Es ist nur noch ein Schrein übrig, der erhellt werden muss. Ja. Ich wollte gerade sagen, nur meine Magika geht gerade nicht mehr hoch. Ich sollte lieber darauf warten, bis die was hochgegangen ist, weil
Sonst könnte das unter Umständen übel aussehen. Ah, sie will nicht, sie will nicht. Na komm. Kann ich das mit dem Trank ein bisschen beschleunigen? Auch nicht. Damit habe ich, glaube ich, mein Leben jetzt gerade nur wieder aufgefüllt. Was ja schon aufgefüllt war. Ganz toll. Macht euch kampfbereit. Alle vier Schreine sind erleuchtet. Ich wette, jetzt öffnet sich die Tür. Ja, dann lass uns nachschauen. Können wir hier durch? Das sieht mir nach einer Abkürzung aus. Ja. Müssen hier durch. Anscheinend ist vor uns schon einer rumgelaufen. Das finde ich sehr nett und sehr zuvorkommend. Dann können wir nämlich durchlaufen. So, wo müssen wir hin? Hier durch. Hallo Basti. Geh mal aus dem Weg. Verknüpf die Fäden. Was? Ach, das Rätsel. Ich wusste, es kommt ein Würfelrätsel. Ich wusste es einfach. So, das könnt ihr euch gern durchlesen, wenn hier endlich mal das Ding hier weg wäre. Ich glaube, es kommen jetzt einfach nur noch ganz viele hintereinander. Das ist die falsche Seite. Okay, es kamen nur zwei. Wo ist sie denn jetzt eigentlich hin? Hat sie keine Lust mehr? Verschiebbare Steine. Na hier. Kaska hat mir von denen erzählt. Man bewegt sie auf Platten, um Tore zu entriegeln. Mhm. Das ist richtig. Ach, da hinten ist das. Okay. Die Frage ist nur... Wie gut oder schlecht kommen wir jetzt hier durch? Okay, Da hängt es nicht dran fest. Das ist schon mal gut. Seht, ein Tor hat sich geöffnet. Jetzt müsst ihr nur noch die Plattform finden. Wie, jetzt muss ich nur noch die Plattform finden? Ach so, wo ich das draufschieben soll, das meint sie. Moment, hier oben ist eine Plattform. Wie kriege ich denn... Ihr wollt mich verarschen, oder? Ich habe doch hier keinen zweiten Würfel. Ach du Schande. Okay, also ich gehe jetzt erstmal nach unten, würde ich sagen. Das muss ich da rauskriegen. Um wohin zu kommen? Wahrscheinlich hierhin. Die Frage ist jetzt, ist hier irgendwo was offen, was ich jetzt verschieben muss? Hier ist was offen. Da kann ich nicht weiter. Die könnte ich... wo war denn das jetzt nochmal? Nee, hier ist gar keine Platte, oder? Hier ist keine. Hier ist kein... Ach, da ist eine. Och, ich bin ja auch so blind heute. Okay. Muss ich anscheinend komplett durch und dann bis zum Ende schieben. Eieieiei. Also das ist das, was ich ein bisschen daran gehasst habe. Ich meine, die erste Reihe, die ging ja noch, die wir vor ein paar Folgen, glaube ich, hatten. Hier, das ist übrigens das, was ich in der Folge meinte, benutzt die Stein...
Konstruktion, dann werden die hier wieder zurückgesetzt. Ich weiß aber nicht, ob alle zurückgesetzt werden. Ich glaube nur die, also die Steine, die da in der Nähe gestanden haben. Das war jetzt da vorne links, ne? Ja, genau. Fest. Das ist aber noch nicht gerade. Das Investor hat sich gerade geöffnet. Das ist schön. Wenn du mir sagst, was das Südwesttor ist. Ah, das ist das hier. Okay. Da ist auch eine Platte. Ja. Bevor ich das nämlich da reinschiebe und dann feststelle, oh, das war doch die falsche Richtung. Gucke ich da lieber vorher immer mal nach. Noch ein. Ob wir jetzt so da durchkommen, ich bezweifle es ein wenig. Ne, wir müssen noch mal. Nein. Mach das doch nicht so direkt. Boah, Basti, willst du, dass ich dich hier abschieße? Der läuft aber immer genau da rein. Vielleicht müssen wir denselben Stein auf unterschiedliche Platten schieben. Vergesst nicht den hier oben. Also muss ich wieder hoch. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Ach so. Oh, ich sehe es gerade. Die Gegenstände noch nicht bereit. Mach mich hier nicht kürre. Okay, also, den müssen wir jetzt nach hier kriegen, nehme ich mal an. Wenn sie schon davon spricht, dass der auf unterschiedliche Platten gesetzt werden soll. So. Bin jetzt gerade am Überlegen. Moment, der musste hier durch, ne? Ja, genau. Dann schießen wir mal ein bisschen wieder zurück. Ah, ich weiß nicht, ob das schon... Das Problem ist, ich weiß nicht, wo der dran hängen bleibt, ne? So, das sollte aber theoretisch klappen. Aber es scheint auch, dass Teso das ein bisschen bearbeitet hat, dass die nicht mehr so hängen bleiben, weil das war echt ein Riesenproblem teilweise. Man hat da rumgefrickelt ohne Ende. Was heißt hier fast? Hallo? Eins, zwei, drei. Ja, was heißt hier fast? Verwendet die Blöcke, um die Tore zu öffnen. Hat sich jetzt ein anderer Durchgang geöffnet? Von einem anderen Block. Der ist aktiviert. Ja, was meint die mit fast? Die sind doch jetzt alle da drauf, oder nicht? Hä? Der ist aktiviert. Die stehen doch alle drauf. Ist hier hinten noch einer? Hier komme ich noch nicht durch. Ach, hier ist noch einer. Den könnte ich theoretisch dahin machen. Ist nur die Frage, darf ich den weiterschieben? Okay, das Tor geht auf jeden Fall dann nicht auf. Nicht wieder zu. Hier ist noch einer. Ich bin mir gerade nicht sicher, war dieses Tor hier eben zu? Ich glaube ja, ne? Das war der Clou, dass wir das vorher öffnen müssten, damit wir den da reinschieben, oder? Du habt es geschafft. Ja, okay. Ich hoffe, das war die letzte dieser Prüfung. Ja, das hoffe ich auch. Die Maske sollte gleich dort vorn sein. Die Folge ist schon ziemlich lange. Das
Das liegt übrigens nicht an mir. Das ist eine Statue von Yadari, oder? Mal sehen, ob es eine Inschrift gibt. Hier ruht Yadari, die Endlose, Gründerin des Rudels von Alkosh, erster Champion des Drachenkönigs der Katzen. Möge sie über diese Hallen wachen und jene leiten, die auf der Suche sind nach der Maske von Alkosh. Ihr seid beide weit gereist und so nah vor dem Ziel. Doch nur einer kann die Maske von Alkosh bekommen. Ihr habt die Worte der sterbenden Clanmutter gehört. Geht nun und nehmt, was ihr euch verdient habt. War das Yadari? Anscheinend. Nun, Yadari hat gesprochen. Nur ein Held kann die Maske für sich beanspruchen und dieser Held scheint ihr zu sein. Was ja natürlich auch vollkommen Sinn ergibt. Ihr habt bei diesen Prüfungen den Löwenanteil erledigt. Ich bin einfach nur froh, dass ich euch dabei helfen konnte, so weit zu kommen. Was werdet ihr jetzt tun? Ich könnte zurück zu Sai Sahan und ihm Bericht erstatten. Doch das fühlt sich für mich nicht richtig an. Da so viel auf dem Spiel steht und nur noch so wenig Zeit bleibt, will ich mehr tun, um unsere Sache zu unterstützen. Ihr müsst etwas finden, was nur ihr tun könnt. Ihr habt recht. Ich muss mich auf meine Stärken konzentrieren, wenn ich der Drachengarde helfen will. Ich hatte schon immer ein Talent für die Diplomatie. Vielleicht kann ich bei der Suche nach Verbündeten helfen. Auch wenn ich mir nicht sicher bin, wen ich derzeit überhaupt darauf ansprechen sollte. Was ist mit den Schilden von Senshal? Das ist die größte Streitmacht in Peletina, richtig? Die Schilde von Senshal? Meint ihr wirklich, sie würden sich uns anschließen? Nun, ein Versuch ist es wert. Außerdem haben wir so viel über den Orden des Neuen Mondes und seine Pläne erfahren. Vielleicht wird mein Vater jetzt endlich verstehen, wie ernst die Lage ist. Ja, wer weiß, ne? Moment, wir sind so reingekommen. Halt, ich drück schon wieder die falsche Taste. Dann müssen wir so weitergehen. Klauen uns mal was aus dem Schmuckkästchen. Da haben die Geister eh keine Verwendung für. So, die Maske. Hallöchen. Ihr sucht die Maske? Nein. Wohl an, denn mein Champion wartet. Okay, dann schickt mir den Champion. Da war irgendwas. Ja, ich kann mich da noch vage dran erinnern. Wenn sich der neue Mond erhebt, erhebt dieser sich mit ihm. Ich dachte eigentlich, der Drache spuckt jetzt irgendwie Eis oder so. Das war es aber anscheinend nicht. Dieser sollte die Mähne des neuen Mondes werden. Nein, sollte er nicht. Verlass die Hallen. Ja, mache ich doch gerne. Tschüss, Drache. So, und wir sollen wieder mit Sai sprechen. Ich denke mal, der steht wieder hier oben in der Ecke. Oder? Nee. Diesmal nicht. Wir müssen zum Drachen, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Der gerade nicht mehr da ist. Meine Freundin, ihr seht aus, als ob ihr das gesamte Reich des Vergessens durchquert habt. Was für Prüfungen musstet ihr euch stellen? Ja, so fühle ich mich gerade auch. Da gibt es so einiges. Ich habe die Maske geborgen und Rakajin getötet. Bei Lekis Klinge, das hört man gern. Da Rakajin nun erschlagen und die Waffe in unserem Besitz ist, sind wir dem Sieg deutlich näher. Und all das nur dank eurer Mühen. Hier, nehmt dies.
noch etwas Spannendes, was ich in den Gewölben des Refugiums gefunden habe. Wir haben einen erfüllten Blitzstab vom Set Drachengarde-Elite erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Da wir seinen Drachenpriester besiegt und seine Pläne vereitelt haben, ist Lad Vulon angreifbarer als je zuvor. Wir dürfen diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Die Zeit ist gekommen, dem Orden des Neuen Mondes ein Ende zu machen. Nafala hat Lad Vulon herausgefordert, aber ich weiß nicht, wo sie sind. Bei Sebs Schuppen, warum sollte er Lad Vulon allein herausfordern wollen? Es ist nicht die Zeit für Wut. Ich mag nicht einverstanden mit Nafalas Handeln sein, aber wir brauchen ihn, um den Kult zu besiegen. Wir müssen unseren Drachenverbündeten finden. Was schlagt ihr vor, dass wir Navala... Was? Wie schlagt ihr vor, dass wir Navala finden? Reist nach Senschal und sprecht mit General Renmus. Ich erwarte nicht, dass er sich unserem Kampf anschließt, aber er könnte Berichte bezüglich Nafalas und Lad Vulons Kampf haben. Ich werde mit Renmus sprechen und herausfinden, ob er mehr über Nafala weiß. Kein Grund, nach Senschal zu reisen, Drachengardisten. General Renmus. Ich schulde euch allen eine Entschuldigung. Ich dachte, ich handle zum Wohl von Senschal, doch an meinen Händen klebt Blut. Wenn ihr uns wollt, werden die Schilde von Senschal an der Seite der Drachengarde kämpfen. Wir standen immer auf der gleichen Seite. Ich bin froh, dass ihr das nun erkannt habt. Ja, das ist doch wunderbar und endlich mal eine positive Wendung. Aber da die Folge schon so wahnsinnig lange geworden ist, machen wir hier einen ganz schnellen Cut und sehen den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.